zu einem neuen What I Wore in a Week. Endlich gibt es wieder dieses Format. Es haben sich ganz viele von euch gewünscht und es hat mich so sehr gefreut. Und ihr wisst, es ist eins meiner absoluten Lieblingsformate. Ich liebe Fashion, Mode, alles, was damit zu tun hat, und zeige euch super gerne halt meine tatsächlichen Alltagslooks und auch so, was man vielleicht kombinieren kann in seinem Kleiderschrank. Auch neuere mit älteren Sachen, die ich schon Jahre habe, die ihr vielleicht auch habt. Genau, deswegen mache ich auf jeden Fall dieses Jahr auch weiter. Es ist allerdings diesmal nicht Montag, sondern es ist schon Mittwoch. Ich habe es vorher nicht geschafft. Also fangen wir an. Das hier ist das erste Outfit, und zwar ist das ganz, ganz stark inspiriert von einem Instagram-Bild, was ich gesehen habe. Und zwar hatte da eine so einen Vintage-Männer-Blazer, so aus den 80ern, 90ern, denke ich, an. Und ich habe dann so einen gesucht. Ich habe ihn aber in Secondhand-Läden, also habe ich sowas nicht gefunden, was mir halt gepasst hat. Das sah dann immer so riesig aus. Und ich fand, das ist zwar eigentlich als Jacke ausgeschildert, aber hat mich sehr stark daran erinnert, weil an sich hat es diese Blazer-Form auch nicht ganz so lang, also wie so ein Long-Blazer, würde ich sagen. Aber es ist wesentlich dicker als ein Blazer, also schon wie so eine Jacke. Mir ist auch gerade total warm. Heute scheint die Sonne, es ist aber kalt, deswegen habe ich trotzdem dicke Sachen an. Also diese Jacke, Blazer, ist von Boohoo. Dann trage ich wie so oft meine Levi's Wedgie Jeans, die ich selber noch ein bisschen weiter abgeschnitten habe. Und ich glaube, Premiere in meinen What I Wanna Weeks, meine Doc Martens Leonore gefütterten Boots. Vielen Dank an alle, die mir die empfohlen haben. Das sind wirklich die besten Winterschuhe, die ich jemals hatte, weil ich finde, die sehen noch okay aus. Sind ganz klassisch geschnitten, sage ich mal. Natürlich ein bisschen klobiger als andere Chelsea Boots, aber komplett gefüttert, haben eine dicke Sohle. Ich habe darin noch nie gefroren. Ich habe die in Aarhus exklusiv angehabt und ich habe überhaupt nicht gefroren. Es war so windig und kalt teilweise dort und nix, ich habe nicht gefroren. Dazu trage ich dann einen meiner Basic-Rollkragen-Pullis, den ich sehr, sehr oft anhabe, wie ihr ja wisst. Ich habe den ja auch noch in Grau. Und ich vergesse jedes Mal, ich glaube, es ist von Mango über ASOS mal gekauft gewesen. Ich habe die halt wirklich schon Jahre, Jahre, Jahre. Also Minimum, keine Ahnung, 4 Jahre oder so, Minimum. Und was trage ich noch? Hier die Ohrringe. Die sind von Safira, diese Kreolen. Die finde ich wunderschön und ich mag im Moment so ein bisschen größere Kreolen. Und das ist mein Outfit für Mittwoch. Hallo, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Donnerstag. Heute ist es ziemlich warm, deswegen habe ich mich zwar dick eingemummelt, aber ihr werdet sehen, ich habe mich so ein bisschen frühlingshaft rangetraut, was mein Outfit angeht. Ich bin heute sehr, sehr viel zu Fuß unterwegs, deswegen muss es auf jeden Fall vor allem beim Schuhwerk sehr, sehr bequem sein. Und ich wollte euch noch sagen, ich habe gerade meine Tasche schon, deswegen muss ich die kurz hier hinklemmen. Diese Locken, ich kann es nur immer wieder sagen, ich habe die Locken, ich glaube vorgestern, glaube ich, gemacht. Guckt mal bitte, das ist Wahnsinn. Ich werde euch nochmal den GHD-Lockenstab in die Infobox packen. Der ist zwar teuer, aber boah, also ich hatte noch nie so lange Locken zum Outfit. Das ist mein Donnerstags-Outfit. Ich fange mal an mit der Tasche, weil die kann man auf jeden Fall nicht mehr bekommen. Die ist uralt von Zara. Ich liebe die, die hat eigentlich auch einen langen Henkel, aber ich benutze sie eigentlich immer als Klatsch. Die ist riesengroß, da passt alles rein. Die ist zwar schon, wie man sehen kann, sehr, sehr mitgenommen, aber da passt wirklich alles rein. Da passt die Kamera rein, Portemonnaie, Kosmetiktasche, alles. Ich liebe sie, deswegen benutze ich sie auch immer noch nach Jahren sehr, sehr gerne. Dann trage ich ein absolutes Basic-Teil auch wieder, und zwar so ein Stehkragen-Kaschmir-Pulli von And Other Stories. Das ist so ein längerer Kaschmir-Pulli von And Other Stories. Der ist auch schon ein paar Jahre alt, ziemlich lang. Absolut kuschelig, hält mega, mega warm. Ich liebe ihn. Ohrringe wieder von Safira. Der Mantel ist von Boohoo und der hält auf jeden Fall wärmer, als ich gedacht habe. Also mir ist super, super warm gerade. Deswegen muss ich mich beeilen, damit ich schnell wieder raus kann. Die Jeans sind, ist auch ein absoluter Klassiker beim Kleiderschrank. Das sind die Topshop Jamie Jeans. Die sind die dickeren Jeans, die, finde ich, für den Winter perfekt sind. Und ich habe die in Petit, in der Petit-Länge, deswegen gehen die mir nur bis zum Knöchel. Die Schuhe sind auch von Boohoo. Die Sneakers wollte ich ehrlich gesagt erst im Frühling, Sommer tragen. Aber ich habe sie gestern, nachdem ich sie anprobiert habe, den ganzen Tag im Büro angehabt. Und die waren so bequem, dass ich gesagt habe, ihr werdet heute ausgeführt. Deswegen, ja, habe ich sie angezogen und ich fühle mich sehr, sehr wohl mit dem Outfit. Und jetzt gehe ich los.
Friday. In meinem Fall tatsächlich auch Happy Casual Friday. Ich habe die Haare hochgemacht und guckt mal. Ich weiß, ich klinge, als würde ich irgendwie Dauerwerbesendung machen, aber nein. Ich bin einfach nur extrem überrascht von diesen Locken, die einfach halten. Und ich glaube wirklich, es ist immer noch diese Styling Cream von Paul Mitchell in Kombination mit diesem Lockenstab von JHD. Weil ich liebe das, wenn ich mir einen Zopf machen kann und das so leichte Wellen sind. Dann finde ich, sieht das immer irgendwie so total schön aus. Das habe ich heute auf jeden Fall gemacht. Sneakers an, sehr casual. Und so sieht das Outfit im Ganzen aus. Ein typisches Jasmin-Outfit, aber mit Zopf. Ich fühle mich auf jeden Fall pudelwohl. Den Mantel habt ihr schon tausendmal gesehen. Der ist aus dem letzten oder vorletzten Jahr von ASOS. Den gibt es teilweise noch, weil den gab es auch in der Curvy-Curve-Abteilung. Petit, Tall, Normal. Also den gab es in jeder Abteilung quasi von ASOS. Deswegen gibt es ab und zu noch ein paar davon. Ich liebe den sehr. Dann habe ich mein Basic Woll-Rundhalsausschnitt-Pulli an. Der war mal von COS. Ich liebe die Qualität. Falls ihr den nochmal irgendwie so seht, greift auf jeden Fall zu. Ich werde euch sonst Alternativen verlinken. Dann habe ich wieder meine Levi's Wedgie Jeans an, wie so oft. Die Tasche habe ich in dem letzten halben Jahr wieder sehr, sehr vermehrt getragen. Ist einfach so die praktischste Tasche ever. Da passt wirklich auch ähnlich wie der Clutch so viel rein. Aber leider ist auch die nicht aktuell. Ich nehme sie aber trotzdem rein, weil ich trage sie halt heute. Und es gibt auf jeden Fall ähnliche Taschen. Die ist an sich sehr, sehr klassisch geschnitten. Die ist von Mulberry. Die habe ich vor... Also es war 2014, also vor 4-5 Jahren, gekauft. Und die, das ist, glaube ich, die Basewater, das Modell. Aber es gibt halt mittlerweile nur noch Nachfolger, die so ähnlich aussehen. Aber ich bin mit der Qualität mega zufrieden. Wie gesagt, da passt total viel rein. Dann habe ich so einen Zopfgummi, wie früher in der Kindheit, von Urban Outfitters. Und die Schuhe, das sind wieder diese Sneakers von Boohoo. Ich habe leider schon einen Kratzer reinbekommen. Super. Aber was ich jetzt bestätigen kann, die sind ultra bequem. Also die sind so, die laufen sich meiner Meinung nach, als würde man auf einer Wolke laufen. Und es ist die letzten Tage so schön warm und sonnig, dass ich somit auch vollkommen klarkomme, überhaupt nicht friere. Eigentlich trage ich ja sonst immer noch so sehr hohe Wollstrümpfe drunter, aber ich habe so kurze an und das passt irgendwie. Sollte ich frieren, keine Angst. Dann kommen wieder die langen Wollstrümpfe zum Einsatz. Aber jetzt, wo es gerade warm und sonnig ist, genieße ich das gerade. Es ist Samstag und mein Outfit ist eigentlich heute Casual Friday. Ich bin wirklich absolut gemütlich unterwegs. Aber ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich habe heute hier im Büro sehr, sehr viel gemacht. Ihr habt ja vielleicht schon gesehen, dass ich das Video im Büro filme. Ich habe hier komplett umgeräumt, vieles aussortiert, bin immer noch mitten dabei. Da habe ich euch jetzt nicht mitgenommen, weil ich einfach mit dem Wohnzimmer auch noch parallel beschäftigt war und jetzt nicht irgendwie alles so durcheinander bringen wollte. Aber wenn ich fertig bin, zeige ich euch auf jeden Fall, was ich so umgestellt habe und verändert habe und so weiter. Aber es ist jetzt auch nicht alles so, wird für immer so bleiben. Auf jeden Fall habe ich die Haare wieder in den Zopf gepackt. Ich habe sogar so geschlafen mit dem Zopf. Das mache ich eigentlich nicht, aber ich war gestern so müde, dass ich drauf geschlafen habe. Und dann habe ich ihn einfach nochmal neu gemacht und gehofft, dass das so okay ist. Aber immer noch da. Aber morgen werden die Locken neu gemacht, falls ich überhaupt Locken mache. Vielleicht lasse ich sie auch glatt, die Haare. Aber ich wollte euch zeigen, ich habe die ganze Woche über, gut, ich trage ja sonst auch immer meistens den gleichen Make-up-Stil, aber das Make-up, was ich drauf habe, warum das so glowy ist, das ist diese Foundation hier. Diese Light Wonder von Charlotte Tilbury, die liebe ich im Moment wieder sehr in Kombination mit reichlich hiervon, dem Givenchy Mist Me Gently Mist, weil im Moment ist meine Haut so trocken, dass ich auf sehr, sehr glowy, feuchtigkeitsspendende, nähernde Sachen stehe. Genauso wie auf den Lippen. Meine Lippen sind so trocken. Ich habe meine Laneige Lip Mask verlegt und wirklich, ich habe sofort einen Unterschied gemerkt. Richtig krass. Deswegen nutze ich auch im Moment so glossige Lippenstifte und so. Und den habe ich neu zugeschickt bekommen. Habe den einfach mal ausprobiert. Und zwar von Origins. Ich wusste gar nicht, dass die Make-up haben. Honey Blush heißt der 03. Hat er irgendwie einen Namen? Nö, aber es sieht wunderschön aus. Und die Farbe sieht
so aus. Und das ist das, was ich die ganze Woche schon drauf habe. Den habe ich auch in sämtliche Taschen geschmissen. Immer mitgenommen. Ganz cremig, super feuchtigkeitsspendend. Ich finde, es sieht so schön auf den Lippen aus. Auch zu so einem Nude-Look, wie ich es ja im Alltag immer trage. Und riecht ganz leicht nach Rosen. Ist auch mit Rosenöl, glaube ich. Oder Rosenextrakt oder so hatte ich gelesen. Auf jeden Fall mag ich sehr gerne. Kommen wir jetzt zum Outfit. Also ich will nicht sagen, aber es könnte sogar sein, dass dieses sehr einfache Outfit mein liebstes Outfit ist. Zumindest, ja, von den Outfits, die ich euch bis jetzt gezeigt habe. Ich liebe einfach dieses neue Hemd. Ich finde das so toll. Pulli ist der gleiche wie gestern, der von COS. Den liebe ich sehr. Hemd und Jeans sind beide von Boohoo. Ich mag diese Knopfleiste, die so offen gelegt ist, sehr, sehr gerne. Ich finde, das macht eine sehr, ja, klassische, stinknormale Jeans ein bisschen besonderer. Aber das eigentliche Augenmerk sollte gelegt werden auf dieses Cordhemd. Ich warte noch auf den Tag, an dem Pablo seine rostbraune Cordjacke anzieht und ich dieses Hemd anziehe. Und dann alle denken, das ist immer ein bisschen zu matchy-matchy. Und dann bin ich so, yes! Win. Ich liebe das. Ich finde das so cool und lässig. Man kann das auch irgendwie bestimmt so knoten oder als Jacke tragen oder eben so als Hemd, nur als Bluse, was auch immer. Und ich trage dazu wieder die Chelsea Boots gefüttert von Doc Martens. Genau. Und damit bin ich sehr, sehr warm, sehr, sehr kuschelig und fühle mich pudelwohl. Happy Sunday! Wie so oft an Sonntagen muss ich mich sehr, sehr doll beeilen. Pablo wartet schon, denn es geht natürlich wieder zu seinen Eltern. Ich freue mich sehr, es ist immer noch sehr, sehr schönes Wetter und ich bin wie immer sehr casual angezogen, weil es geht heute um sehr, sehr viel Essen. Das ist mein Casual Outfit in Blau- und Grautönen, würde ich sagen, gehalten. Ich trage diesen Mantel, das ist, glaube ich, mein Lieblingsmantel. Ich liebe den. Der ist von Soft Rebels, heißt die Marke. Ich habe den die letzten Jahre immer wieder gesucht für euch, aber ich weiß nicht, es gibt den irgendwie nicht mehr. Es gibt nichts Ähnliches. Ich finde kaum Alternativen. Ich werde mich heute nochmal auf die Suche begeben im Internet und mich schlau machen, ob es da irgendwie was in der Art gibt, weil ich finde den so besonders und trotzdem irgendwie so cool und schlicht und klassisch und der passt irgendwie zu allem. Ich liebe diesen Farbverlauf, aber reden wir nicht länger davon. Der Pulli ist der kuscheligste, coolste Pulli ever. Der fällt so gut. Der ist irgendwie so geschnitten, dass man den richtig gut auch so reinstecken kann in die Hose. Aber heute ist Casual Sunday. Deswegen bleibt es so. Die Tasche ist von den Other Stories. Die kennt ihr vielleicht schon. Ich weiß nicht, warum man das gerade so schwierig erkennt. Aber die ist so blau-grau. Die Farbe habe ich in letzter Zeit nicht mehr gefunden. Aber ich habe sie in so einem richtig schönen Khaki gesehen. Ich schaue mal, ob es die wieder gibt. Weil meine andere von den Other Stories, diese braune Basttasche, die ich ja im Frühling-Sommer liebe, die kommt auch immer jedes Jahr wieder rein. Vielleicht haben wir ja mit der auch Glück. Habe ich das gesagt? Der Pulli ist von Boohoo. Jeans, Levi's Wedgie Jeans und die Sneakers von Boohoo. Merkt ihr, dass ich sie ziemlich doll liebe? Leute, die sind so gemütlich und so günstig. I love it. Happy Monday vom Kuschelbären Jasmini. Wie die letzten Tage ist es heute wieder sehr, sehr sonnig, aber ich war vorhin schon draußen, es ist heiß. Zumindest ist mir kalt. Deswegen habe ich mich kuschelig angezogen. Und die Mütze habe ich vor allem auch, weil ich irgendwie ein Bad Hair Day habe. Aber sie hält gleichzeitig auch warm. Also alles gut. Das ist mein Teddy-Kuschel. Ich will einfach nur warm sein. Outfit. Ihr kennt eigentlich alle Teile schon in- und auswendig wahrscheinlich. Der Teddy-Mantel ist von den Other Stories. Den habe ich erst seit diesem Winter. Der sollte also eigentlich noch online sein. Hält mega, mega warm. Ich fühle mich wirklich wie ein Teddybär. Dazu trage ich wieder diesen Pulli von Boohoo, der einfach super kuschelig ist. Die Topshop Jamie Jeans. Sehr dick, sehr gut für den Winter geeignet. Tasche ist wieder die von Mulberry, die Basewater. Die Mütze, die hatte ich mal von Kauf dich glücklich. Ist einfach so eine ganz schlichte Wollmütze. Gibt's aber überall. Und als Schuhe trage ich wieder die Chelsea Boots von Doc Martens, die Leonore gefüttert. Besten Winterschuhe ever. Ich knutsche diejenigen von euch, die mir die empfohlen haben. Ist einfach
der beste Tipp ever. Und jetzt schwitze ich mir gerade hier drin einen ab, deswegen gehe ich jetzt schnell raus. Und dann ist die Woche auch schon wieder so schnell vorbei. Es ist Dienstag, Happy Tuesday oder wann auch immer ihr das schaut, wahrscheinlich Donnerstag. Ich hoffe, dass, falls ihr es jetzt Donnerstag oder Freitag seht, ihr gut ins Wochenende starten könnt, ein schönes Wochenende habt oder einfach nur einen schönen Tag. Ich habe heute einen wichtigen Termin, deswegen bin ich ein bisschen schicker angezogen. Und ich habe auch nochmal umgeräumt, deswegen seid ihr auch nochmal woanders. Da weiß ich aber noch nicht genau, ob ich das so lasse oder nicht. Auf jeden Fall ist das mein Outfit, was ich heute anhabe. Erst einmal den Mantel, den kennt ihr schon von ASOS. Dann auch den Rollkragenpulli, den habt ihr jetzt auch schon die Woche wieder mal gesehen, ein paar Mal. Und den habe ich eigentlich fast in jedem What I Wear in a Week an. Der ist so dünn, aber hält trotzdem warm, aber man schützt nicht drin. Und der ist auch nicht so super weit, aber auch nicht super eng. Deswegen, diese Art von Pullis mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich von Boohoo diese Haarklammer im Haar, weil irgendwie hatte ich heute so ein Bad Hair Day und dann habe ich sie mir so zurückgeklemmt. Finde ich eigentlich ganz süß. Dadurch, dass es sowieso sehr schlicht ist vom Outfit, finde ich es eigentlich ganz süß. Und da das sowieso ein bisschen schicker ist, wo ich jetzt hingehe, passt das auch. Die Tasche ist meine Gucci Maman Tasche, die ich immer noch sehr gern mag, da ich jetzt mich beeilen muss. Wie immer habe ich sie mir einfach so über die Schulter geworfen. Die Jeans, das ist diese von Boohoo. Die habe ich ja jetzt auch gewaschen und ein paar mehr angehabt und ich finde die echt gut. Ich würde aber wahrscheinlich eine Größe kleiner nehmen, würde ich nochmal bestellen. Und was wäre ein What I Wear in a Week ohne meine Mango Sock Boots? Die müssen natürlich auch sein. Geht nicht ohne und immer, wenn es ein bisschen schicker sein soll, trage ich die immer. Das war's mit meinem What I Wear in a Week. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat. Schreibt mir doch gerne, was euer liebstes Outfit dieser Woche war oder dieser zwei Wochen. Ich habe ja letzte Woche angefangen. Und schreibt mir doch auch gerne mal, ob ihr irgendwelche Geheimtipps habt, wie eure Locken länger halten, weil ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ab und zu habe ich gute Tage, da halten sie wirklich Tage und Tage und Tage, manchmal nicht so doll. Deswegen versuche ich immer noch rauszufinden, woran das genau lag. Aber schreibt mir gerne, falls ihr da Geheimtipps habt. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und dass ihr eine ganz, ganz tolle Woche habt oder gut ins Wochenende starten könnt, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.